Dann gehen wir rein. So, nächstes Thema. Am 16.03. hat Twitch einen neuen Geschäftsführer bekommen. Am 16.03. ist Emmett Shear, der ehemalige Geschäftsführer von Twitch, von dem ihr vielleicht noch nie gehört habt, zurückgetreten. Er ist zurückgetreten und hat Dan Clancy den Posten überlassen. Dan Clancy kennt ihr vielleicht aus der Maßnahme und dem Blogpost, dass Twitch ab Juni 2023 nur noch Verträge mit dem 50-50-Share aktivieren wird. Ja, und unter anderem, dass das Werbesystem ja der perfekte Ausgleich wäre, um dementsprechend das wieder aufzufangen. Also um im Grunde genommen zu sagen, zu den Partnern mit diesen Exklusivverträgen, hey, wir nehmen euch jetzt Geld mit, ihr könnt ja jetzt mehr Werbung schalten und dann kriegt ihr trotzdem nicht dieselbe Summe wieder zusammen. Genau der Typ ist jetzt der CEO von Twitch. Aber ihr könnt es an dem Titel schon erahnen, worum es gehen wird. Alte Verträge kriegen da so einen gewissen Bonus, aber es ist dann noch 50-50 Dan, nennen wir ihn bei uns. Alle Streamer nennen ihn eigentlich nur noch 50-50 Dan. 50-50 Dan hat also gesagt, hey, wir brauchen mehr Geld. Jetzt ist er seit 4 Tagen im Amt und heute kommt dieser Blogpost raus. Ha. An Update about our workforce. Hä, was passiert denn da? Also könnte man sagen, er hat sich pro Tag Amtszeit gedacht, schmeiße ich 100 Leute raus. Ich meine, ja, es gibt einen Auftrag seitens Amazon, momentan im Stellenabbau im Bereich Twitch und Amazon und mehrere tausend Arbeitsplätze gehen dabei wirklich, wie Sie es sagen würden, flöten, was ich eigentlich richtig schlimm finde, weil die Absatzzahlen und sowas wieder rückgängig sind und auch die Zuschauerzahlen auf Twitch, weil das Leben zur Normalität zurückgegangen ist. Sehr, sehr viel in Anführungsstrichen. Und deswegen gibt es jetzt seitens Amazon, ja, Stellenabbau im großen Stil. Unter anderem einfach mal fast 20%, wenn ich das richtig im Kopf habe, an der Mitarbeiterschaft bei Twitch. Ich glaube, 2500 Mitarbeiter hatten sie, 400 haben sie jetzt gekündigt. Ne? Kann man so sagen, so knappe 20% weniger. Aber hören wir uns erstmal an, was der dazu zu sagen. Ich bin jetzt eine Minute drin und habe jetzt schon gefühlt 4 Minuten gelacht. Gut, dann lesen wir das einfach mal durch. 4 Tage, nachdem er das Office betreten hat, seine erste Maßnahme, also mehr oder weniger. Ich übersetze on the fly, ne, für die Leute, die das nicht lesen können. Today, I shared with Twitch employees that we made the difficult decision to reduce the size of our workforce, which results in us having to say goodbye to just over 400 people. Er hat heute mit Mitarbeitern gesprochen und die schwierige Entscheidung bekannt gegeben, dass er 400 Leute entlässt. 400. As a company focused on building community together, this decision was incredibly difficult and one we did not make without considerable thought. Er ist seit 4 Tagen im Amt. Wie hatte er genug Zeit, darüber zu überlegen, welche 400 Mitarbeiter er kündigt? Der wird da gar nicht nachgedacht haben. Das ist so meine Auffassung. Innerhalb von, auch wenn er vorher schon im Unternehmen gearbeitet hat, wird er nicht die Möglichkeit gehabt haben, wirklich so tief in die Thematik reinzugehen. Er war, glaube ich, Sales Manager oder sonst irgendwas vorher. Moin, Säbel. Wir kennen ihn von dem Brief auch halt, wie gesagt, mit der Werbung und allem drum und dran, dass das ja positiver für die PartnerInnen wäre. Und nee, also ich glaube auch, da wird geschaut werden, in welchen Abteilungen ist momentan am wenigsten los. Das werden hauptsächlich Sales-Teams sein. Und da wird dann einfach gesagt worden, so, wir schnappen uns jetzt einen Würfel und würfeln die Mitarbeiternummern aus. Also so kommt es auf jeden Fall rüber. Bei 420% Mitarbeiter raus ist halt schon ein wirklich gravierender Schritt. Das ist uns natürlich als Firma extrem schwer gefallen. Und wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht und sehr intensiv darüber nachgedacht. Klar. Our mission at Twitch is to empower communities to create together. Wer's glaubt? You rely on us to give you the tools you need to build your communities. Stream your passions safely and make money doing what you love. Entschuldigung. Jetzt wieder PR-Talk. Bla bla bla, der Streamer, die Communities. We take this responsibility incredibly seriously. Incredibly seriously? We take this responsibility incredibly seriously? Hä? Ja. Was? Wer schreibt so? Lili. Halbe Zweckreimassaker. And sometimes need to make extremely hard decisions
to ensure we protect our business in order for Twitch to be around for a long time. Ja, wie war das? Twitch hat die letzten Jahre erst Einnahmen erzielt. Vorher war es wie YouTube so ein relatives Verlustgeschäft, aber es hielt sich halt aufgrund Community Power in einem drum und dran. Und jetzt ist es halt ein Businessunternehmen von Amazon, offiziell auch ausgeschrieben als Amazon-Tochter. Und das wird jetzt verhackstückt. Wir hatten ja erst das Reduzieren der Subpreise, dann wurde Prime teurer, na, was ja die quasi die Subvention ist, die Prime-Subs, ist ja quasi eine Art Subvention für Twitch. Ja, jetzt nehmen sie den Partnern ihre Plus-Verträge weg, was ich tatsächlich überhaupt nicht fair finde. Hauen dann rein, sagen hier, dann spielen wir mehr Werbung. Bei mir übrigens im Werbemanager wird immer noch keine Summe angezeigt, mit den, wovon ich dann bitteschön 55% kriegen würde, nur dass es ab mindestens 3 Minuten Werbung losgeht und so weiter und so fort. Wenn die überall 50% nehmen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht massiv gewinnbringend ist. Sie rechtfertigen das, dass pro streamende Person pro 100 Viewer im Average das ungefähr $1,000 kosten wird im Monat. Was ich mir im Grunde genommen auch nicht wieder vorstellen kann, weil Twitch gehört zu Amazon. Also werden sie auch selber die Amazon-eigenen Server nutzen dürfen und nicht zu den normalen Margen, die ein Drittunternehmen zahlt. Das kann mir keiner erzählen. Sonst wäre das eine, das ist, eigentlich dürfte es gar nicht so, weil es ist ja Gewinnverlagerung dann einfach nur. Dann wird ja Geld einfach nur in Bewegung gehalten. Ne, also Twitch macht einen Arsch voll Geld mit Amazon zusammen. Machen sie. Es gibt Leute, die kaufen Amazon Prime nur, damit sie Twitch Prime benutzen können. Und die dachten, die mir letztes Jahr noch gesagt haben, ich nenne es jetzt Prime Gaming. Nee, es bleibt weiterhin für mich Twitch Prime. Also von daher, und ich gehe davon aus, dass in den nächsten 1-2 Jahren Prime auch wegfallen wird. Und dann ist die komplette Subventionierung halt weg. Aber darum soll es nicht nur gehen in diesem Video. Wir sind jetzt bei 3 Minuten drinne. Wir haben den halben Brief gelesen. Du kommst schon aus dem Schmunzeln eigentlich nicht mehr heraus. Der Typ ist seit 4 Tagen da und haut dann einfach schon mal mit dem großen Bannhammer auf die Firma. Sag mal, so schlechte Software kann man bei uns so ganz schön viel kosten. Viel mehr Ressourcen benötigt, als wenn nötig. Eine interne Abschreibung. Drum zahlen die sogar mehr, dass sie Verlust machen. Von dem Finanzamt ist abschreiben. Gut, das kann natürlich auch sein. Gehen wir mal rein, was Dan noch zu sagen hat. Ist sogar korrekt. Das klingt einfach nur scheiße. Aber, naja. Like many companies, our business has been impacted by the current macroeconomic environment and user and revenue growth has not kept in pace with our... Er wird wohl mittlerweile in einigen Twitch-Kreisen 50-50 Dan genannt. Und mein Tony. Expectations. Wie viele andere Firmen auch, sind wir von der aktuellen Makroökonomie getroffen und die Nutzer- und Einnahmenvoraussagen sind nicht so, wie wir sie erwartet haben. In order to run our business sustainably, we've made the very difficult decision to shrink the size of our workforce. In angesichts dieser Tatsachen haben wir die Business-Entscheidung getroffen, nachhaltig zu agieren und damit unsere Mitarbeiterfront zu verkleinern. Dazu muss man übrigens sagen, oh, Twitch hat wirklich unter Corona gelitten. Bruder, das Corona-Jahr 2020, 2021, das waren die schrecklichsten Jahre für Twitch. Oh mein Gott, hat die Plattform maximale Zuschauerzahlen gehabt. Ja, also die Pandemie mit den Ausgangsbeschränkungen und allem drum und dran hat Twitch zu einem absoluten High-Peak gebracht. Die Plattform hatte noch nie so viele ZuschauerInnen, so viel zahlende Kundschaft in den verschiedensten Bereichen, sei es halt Prime Gaming, Turbo, Subs, Subgiftings und so weiter und so fort. Aber ne, durch makroökonomische Positionierung und Probleme mussten sie halt ihre Mitarbeiterfront verkürzen. Genau. Ich werfe da jetzt einfach mal Gatekeer in den Raum. Ich darf Twitch kritisieren. Ich bin Partner. Ich darf das. Und jeder andere sollte das auch dürfen. Es ist ja auch immer noch es gibt ja auch in Deutschland, da muss ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, immer noch die Problematik. Seid ihr streamende Person und ihr seid im Affiliate-Programm und ihr zieht eure Einnahmen zu 100% von Twitch. Twitch sagt da immer noch, das sind in gewisser Weise Partnerverträge und man ist nicht angestellt. Aber vor dem Thank you. Luxusdöner Kappa, damit kriege ich wirklich einen Luxusdöner und einen Olu da. Dankeschön. Haut mal Hals und Herzchen raus. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe leider keine Rewind-Funktion im Gehirn. Kann mir jemand nochmal auf die Sprünge helfen?
Ja, gut, ne? Ich werde an diesem Video ein bisschen schneiden dürfen. Ah, genau. Im Grunde genommen kann das Finanzamt Deutschland, ich werte Affiliates jetzt auch mal als Partner, weil es Partnerverträge sind, auch wenn es so rudimentäre Verträge sind. In regulären Partnerverträgen steht nochmal ein bisschen was anderes drin, aber das sind nur halt minimale Änderungen. Yuki, könntest du das mal lassen? Egal. Dann kann dir das Finanzamt sogar eine sogenannte Scheinselbstständigkeit vorwerfen, weil du ja nur einen einzigen Posten hast, worüber Einnahmen erzielt werden. Von solchen Aussagen möchten sich die Plattformen YouTube, Twitch und was es da so ist, gibt natürlich weit, weit distanzieren, weil sonst müssten sie auch für Krankenversicherung und sowas aufkommen. Ist auch noch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich bin mal gespannt, was da noch so alles kommen wird. Aber das war jetzt sehr, sehr viel Off-Topic. Wieder rein ins Video. Hälfte haben wir. Massive Steigerung der Revenue. Unglaublich, wie viele Menschen mehr Twitch geguckt haben. Es war eine Katastrophe. Das hat diesem Unternehmen so sehr geschadet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh. So viele Viewer, so viele Subs, so viele Streamer. Jeder und seine Mutter hat über Corona auf Twitch gestreamt, weil auf einmal alle drin bleiben mussten. Das war so schrecklich für Twitch. Das war so schrecklich für Twitch. Oh Gott. Oh. Millions of streamers choose Twitch every day to build and engage with their communities. I and the rest of the leadership team are confident that we have big opportunities ahead to support you and grow Twitch. Our singular focus has always been on inspiring, growing and sustaining our streamers globally that will never change. Also, wir lernen. 5050 Dan hat 4 Tage, nachdem er den Posten des Geschäftsführers von Twitch eingenommen hat, als eine seiner ersten massiven Eingriffe in die Infrastruktur der Plattform 400 Leute entlassen. Oh. Man könnte meinen, dass der irgend so eine kleine Indie-Company managt, denn das ist auch das ist tatsächlich das Erste, was irgendwelche Startups machen, wenn sie Kosten reduzieren müssen oder wenn irgendwelche Firmen, wenn Firmen Kosten reduzieren müssen, ist das Erste, was sie tun, People Cut. Damn. Cut them down. Aber jetzt passiert Folgendes. Die haben nicht nur 400 Leute entlassen, sondern sie nehmen sich 50-50 des Revenues ab Mitte des Jahres. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Greed. Greed is good. Greed is good. More. More. Ich glaube, Twitch hatte zuletzt, als ich geguckt habe, 2500 Mitarbeiter. Jetzt sind es nur noch 2100. Die Zahl kann aber auch falsch sein. Nun, das ist schlecht. Ich hoffe, die 400 Leute finden schnell einen neuen Job, weil wenn der CEO wechselt und was er als erstes macht, ist 400 Leute entlassen, ist das vielleicht nicht so geil. Ist es definitiv nicht. Vor allem, was sagt das über Twitch aus? So gerade Werbepartner und einem drum und dran. Dem Unternehmen muss es ja finanziell schlecht gehen. Ist unsere Werbung da vielleicht gut aufgehoben oder eher doch nicht? Muss man mal abwägen. 400 Mitarbeiter weniger. Das ist halt, ne? Kannst du dir nicht vorstellen. Gehst in die Firma rein und sagst erstmal, boah, sind zu viele Leute hier. Weg. Und in den USA ist ja eine Hire-and-Fire-Mentalität. Sie gehen ja immer von dieser 2-Weeks-Notice aus. Aber es ist ja kein Problem, einfach zu sagen, dann bin ich direkt weg. Oder du bist jetzt fristlos weg und solche Sachen. Das ist der gleiche Scheiß wie mit Bits. Willst dein Streamer was Gutes tun und Twitch will im Bestfall 34... Ich zahle für 100 Bits 1,99 Euro. Frag mich nicht, wieso, Tony. Ich kann es dir nicht sagen. Ich zahle für 100 Bits 1,99 Euro. Also habe ich quasi 99% Gebühren da oben drauf. Ich empfehle sowieso, die Finger weg von Bits zu lassen. Wenn ihr einer streamenden Person etwas Gutes tun möchtet, achtet darauf, welche Third-Party-Payment-Services sie haben. In meinem Fall zum Beispiel ist das Stream Elements. Im Fall von Stay ist das Kofi. Und dann dübelt den, wie es Sebel vorhin hier gemacht hat, den das Geld dahin. Mittlerweile sage ich sogar, und das mag einige stören, nutzt, auch wenn es für die Streamenden in gewisser Weise doof ist, nutzt weniger. Wenn ihr jetzt nur den Fokus habt, die streamende Person zu unterstützen, nutzt Gifted Subs nicht. Es ist super, damit jemand anderes eine Freude zu machen, aber von so einem Gifted Sub kommen, ja, meist, ist auch halt 50-50-Cut, ne? Wie es bei den Tier 2 und Tier 3 aussieht, weiß ich auch nicht. Das Traurige ist ja, dass der Tier 3 den höchsten Revenue für die streamende Person hat. 70%. Das ist traurig as fuck. Eigentlich sollte es komplett, die meisten Plattformen haben so 70-30, 80-20 für die streamende Person, für den Creator. Nur Twitch nicht. Twitch hängt dann irgendwo so Anfang der 2000er 50-50. Wir stellen die Infrastruktur, also wollen wir die Hälfte. Ist halt so.
so. 2 Euro für den Gegenwert von 1 Euro. Genau, so sieht's aus. Weiß nicht, ob das bei mir ein Bug ist, aber es ist so. Deswegen nutze ich keine Bits. Bits sind ja ein kostenpflichtiger Gruß. Nein, für mich sind das auch, es sind gewerbliche Einnahmen, also muss man das nicht irgendwie so schön formulieren. Nee, lass die Finger von Bits. Ganz einfach. Schaut, welche Third-Party-Services es gibt und nutzt die. Ist wesentlich angenehmer. Für die streamende Person und für euch, weil bei den meisten könnt ihr entscheiden, ob ihr die Gebühren übernimmt oder ob die streamende Person die Gebühren übernimmt. Ah, es ist aber auch, ne? 50% ist halt schon viel. Ist jetzt nur ein bisschen blöd, dass sich die beiden Chats überlagern, ne? Machen wir weiter. Denn ich habe dieses Video schon gesehen, das ist von den dreien, die wir auf dem Plan auf jeden Fall für heute haben, ist das Video, was ich schon gesehen habe. Deswegen ist es jetzt keine Reaction im Sinne von, ne, habe ich noch nicht gesehen, schockiert. Und vor allem, alles war für mich klar, was hier genannt wurde. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, weil jetzt tatsächlich Stay in seiner Person auch seine Konsequenzen ziehen wird. Für uns gilt weiterhin, wir machen unsere regelmäßigen Multistreams-Eskapaden und im Dezember wird mein exklusiver Twitch-Vertrag nicht verlängert. Und ab Dezember gibt es dann Multistream. Meine Decision liegt übrigens nicht auf den 400 Leuten, die da entlassen wurden, sondern auf dem 50-50-Deal. Twitch macht im Jahr 2022 2,8 Milliarden Revenue. 2,8 Milliarden Revenue. Das ist halt, ne? Die Investoren wollen noch mehr Geld. Schmeiß mal Leute raus. Das ist nicht genug. Der nächste Schritt ist doch eigentlich, dass Twitch Multistreaming nicht zulässt, oder? Nee, Twitch hat Multistreaming erst zugelassen. Also wird Multistreaming oder nicht... Twitch hat Multistreaming zugelassen im Rahmen ihrer Verträge. Das heißt, du kannst auf anderen Plattformen streamen, obwohl du einen Vertrag auf Twitch hast. Und du kannst auf allen Plattformen gleichzeitig streamen, wenn du einen Account hast. Naja, es gehört zu Amazon. Du kannst davon ausgehen, dass die unglaublich gut mit Zahlen umgehen können und dass da genug unterm Strich selbst mit Steuern überbleibt. Und außerdem sitzt glaube ich, das HQ, da nagelt mich aber nicht drauf fest auf der Aussage. Es ist nur mein Glaube derzeit, dass das Twitch HQ in Großbritannien sitzt. Irre Logik dieser Plattform ist halt, dass niemand einen Twitch-Vertrag ablehnen würde. Außer ein kleiner gallischer Streamer. Wie läuft es denn auf YouTube mit der Vergütung bei Livestreams? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir um das aber keine Sorgen machen. Bei mir geht es um Diversität, nicht um, ich konzentriere mich von einer Plattform auf die andere. Am Ende des Tages source ich wahrscheinlich ab Anfang nächsten Monats die Subs aus. Ich werde die Alerts ausmachen für Abonnenten auf dieser Plattform. Das heißt, wenn du Twitch-Abon hast und nutzt, okay, alles klar, kannst du machen, aber dafür gibt es von mir keine Beachtung mehr. So wie das ist natürlich dann ein sehr harter Schnitt. Also ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen. Für mich kommt es leider nicht in Frage. Ich habe zu viel Geld hier in die Plattform mittlerweile gesteckt und ich bin jetzt nicht in der im Reichweitenbereich, dass ich sagen kann, das täte mir nicht weh. Es wäre zu viel Geld, was dann auf einmal weggehen würde. Ja, YouTube nimmt aber nur 30%, Toni. Hier sind es 50%. Na, das ist der große Unterschied. 70-30 ist ein besserer Cut als 50-50. Und das nimmt man den Superpartner, nenne ich es jetzt einfach mal, jetzt auf Twitch ja weg, ab diesem Jahr, sobald sie die 100.000 Dollar Umsatzschwelle erreichen. Vor allem, ne? Vor Steuer, vor allem. Das heißt, der streamenden Person. Nein. Das ist halt nicht, wenn du das erwirtschaftet hast, sondern vor Steuern, vor Gebühren, vor allem. Das bedeutet so viel von diesen 100.000. Gronkh hatte das mal ausgerechnet. Stay hatte auch eine Rechnung gemacht und Rob Bubble ebenfalls. Genauso wie die Leute von Dr. Freud. Es bleiben so ungefähr Pi mal Daumen 36.000. Es ist immer noch ein Arsch voll Geld, aber wenn man das aufs Jahr rechnet, ist das halt ein massiver Cut, wo dann auch wieder bei den Produktionsfirmen dahinter ziemlich viele Arbeitsplätze draufgehen, weil die dann einfach darüber nicht mehr bezahlt werden können. Na, wenn dir auf einmal so 80.000 bis 100.000 Dollar umgerechnet dann auf einmal im Jahr fehlen, die du in den Vorjahren bezahlt hast, ist das echt Spaß, in Anführungsstrichen. Na, das ist halt tatsächlich einiges, was da bei rumkommt. Stay hat mal für ihn gesagt, als das aufkam mit den 50-50, für ihn sind das, im Jahr sind das 50.000 Euro weniger. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 50.000 Euro. Das verdienen viele von uns noch nicht mal im Jahr. Das ist halt ein Arsch voll Geld, was nur durch diesen Cut-Change dann zustande kommt. Bei Gronkh wirst du wahrscheinlich so im Spektrum 200.000 bis 300.000 Euro von ausgehen dürfen. Na, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen in der Relation, bei der Reichweite, weil man diese Exklusivverträge auflöst. Sie halten sich aber das Recht vor, mit anderen Unternehmen, die ihre Aktivitäten auf Twitch verlagern, weiterhin Sonderverträge auszuüben. Aber für die regulären Streamer, das oder Stream
Ebenen. Das Kernstück der Plattform ist nicht mehr genug Gator. Stay hat einmal im Monat eine Aktion, ich weiß nicht, ob er sie immer noch hat, dass wenn du gewinnst, dass er dir das komplette Geld für deinen Sub erstattet. So, machen wir mal kurz weiter. Nein, dann hätten sie die Subpreise nicht reduziert und ganz schlimm wird es für kleine streamende Personen, sobald Prime ausläuft. Und Prime wird auslaufen. Ich gebe dem Ganzen noch ein, zwei Jahre, dann ist die Subventionierung seitens Amazon Richtung Twitch komplett weg. Das heißt, es gibt dann keine Prime-Subs mehr. Wenn die Prime-Subs wegfallen, fallen tatsächlich bei vielen streamenden Personen, gerade im Affiliate-Bereich, bis zu 70% der Einnahmen weg. Das kannst du auch mit Werbung nicht wieder rauskicken. Also sie sagen ja, spiel mehr Werbung. Aber was willst du machen? Jede halbe Stunde, 10 Minuten Werbung spielen und dann schaut dir keiner mehr zu und dann kriegst du auch kein Revenue. Ist ganz schwierig, was da momentan für Entscheidungen getroffen werden. Wie ich das auch schon für Bits mache und source das alles auf Ko-fi um. Denn es ist wichtig, Ende des Jahres. Kleine Streamer haben von vornherein auch die 50-50-Logo. Diese Leute haben Verträge bekommen mit einem 70-30-Cut und der wird ihnen jetzt einseitig aufgekündigt. Eigentlich wäre sogar Sonderkündigungsrecht und der Vertrag wäre nichtig. Und sie nehmen ihnen das jetzt weg. Das heißt, Geld, mit dem kalkuliert wird fürs Jahr, gerade wenn da Produktionen hinterstecken und noch Mitarbeiter hinterstecken, weil viele streamende Personen in diesem Bereich haben Mitarbeitende, Mods werden bezahlt, du hast Cutter im Hintergrund, du hast Leute, die dein Social Media mitverwalten und. Das sind alles Arbeitsplätze. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran, den man meist nicht sieht. Die gesamte monetären Apparat von Twitch loszulösen, denn ich werde plane meinen Vertrag aufzulösen. Das ist no joke. Alles, was ich jetzt mache, mache ich, um dieser Plattform keinen Cent mehr einzubringen Ende des Jahres. Nur noch Kosten zu verursachen. Denn wenn ich Kosten verursache, habe ich einen Druckpunkt, auch wenn es nur mein einziger Druckpunkt ist. Und das ist in Ordnung. Ja, Originalvideo wird natürlich dann wieder in der Videobeschreibung verlinkt.